Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir werfen heute einen Blick auf einen Warframe, der sich nicht so recht entscheiden kann, ob er ein Ninja oder ein Samurai sein will. Ash. Ich sag's von vornherein, Ash ist kein schlechter Warframe. Allerdings gehört er für mich zu den Warframes, die aufhören könnten zu existieren und ich würde es nicht bemerken. Ich finde einfach keine Verwendung für ihn. Ash hat einige Gemeinsamkeiten mit Loki, ist ihm aber in Bezug auf Verwirrung und Kontrolle weit unterlegen. Stattdessen hat er aggressivere Fähigkeiten und kann mehr Schaden einstecken. Ash Prime hat neben einer zusätzlichen Balkenpolarität eine leicht erhöhte Sprintgeschwindigkeit, mehr Panzerung und verstärkte Schilde. Ashs Blaupause findet ihr im Markt für 35.000 Credits. Seine Teile werden seit dem Release von Equinox von Grineer Manix gedroppt. Das kann etwas nerven, da pro Mission normalerweise nur ein Manix spawnt. Ich habe aber festgestellt, dass ihr im Raid Gesetz der Vergeltung leichter Ash-Teile findet, da dort mehr Manix spawnen. Aber wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr den Raid machen könnt, dürfte die Sache etwas schwierig werden. Wenn ihr Manix farmt, ist es hilfreich, Necros zu nutzen, damit ihr die Manix entweihen könnt. Alternativ gibt es Ash samt Slot und Reaktor für 375 Platin. Aber wenn ihr schon Geld für ihn ausgibt, sollte es direkt der Prime sein. Letzteren bekommt ihr in der Void, was möglicherweise weniger nervig ist als das Farmen von Manix. Möglicherweise. Seine erste Fähigkeit, Shuriken, wirft bis zu zwei Wurfsterne, die leichten Schaden und Blutungsschaden verursachen. Seine zweite Fähigkeit, Rauchwolke, tarnt Ash und betäubt Feinde im unmittelbaren Umkreis um ihn herum. Im Prinzip Lokis Unsichtbarkeit in billig, wobei bis zu 22 Sekunden Unsichtbarkeit bei einem spezialisierten Bild möglich sind. Seine dritte Fähigkeit, Teleport, teleportiert Ash zu einem anderen Spieler, Feind oder besonderen Objekten wie Stasekapseln. Feinde werden ins Taumeln gebracht und werden für Finisher anfällig, was der Fähigkeit etwas offensives Potenzial gibt. Seine vierte Fähigkeit, Klingensturm, lässt Ash und zwei Klone von einem Gegner zum nächsten teleportieren und hohen Finisher-Schaden mit garantiertem Blutungseffekt verteilen. Ihr habt während der Animation keine Kontrolle über Ash, seid aber auch unverwundbar. Diese Fähigkeit ermöglicht es euch, ganze Räume von Feinden zu säubern, ohne euch anstrengen zu müssen. Ash Prime ist außerdem in der Lage, Energie aus den Death Orbs in der Void zu beziehen. Mein Bild besteht aus Umlenkung, Vitalität, Stromlinie, Ausdehnung, Kontinuität, Verstärken, flüchtige Stärke und einer Rang 3 flüchtigen Expertise. Ich gebe zu, dass es vermutlich wesentlich bessere Ash-Builds gibt, aber mit dem hier seid ihr für so ziemlich alles vorbereitet, was euch als Ash so begegnen kann. Beachtet außerdem, dass Klingensturm von der Aura Stellerner Ansturm profitiert. Ash hat für Solospieler vielleicht etwas Sinn, aber für mich ist er ein Warframe, den man baut, levelt und danach im Schrank lässt. Er kann einfach nichts, was andere Warframes nicht besser machen. Daher ist er wohl eher unten auf der Prioritätsliste, besonders wenn ihr nicht viele Slots und Reaktoren besitzt. He could be in this very room. He could be you. He could be me. He could even be John Cena!